Hallo und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Wir sind jetzt hier wieder bei dem Türschloss. Und zwar würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Wir haben Lila. Lila war die Nummer 4. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Okay, jetzt bin ich mir nur nicht so ganz sicher, wie das hier jetzt trotzdem weitergeht. Denn irgendwie haben wir hier generell ganz schön viele... Ich weiß jetzt nicht so ganz... Irgendwie blicke ich das jetzt nicht so ganz. Wir haben Lila, Gelb und Grün. Ich habe mir auf jeden Fall die Nummern von den Billardkugeln aufgeschrieben, aber... Ob mir das jetzt groß was bringt, ist die andere Frage, ne? Lila, Gelb, Grün? Gelb ist... Ja, gelb weiß ich eben nicht, ne? Da konnte ich die Zahl nicht so richtig sehen. Grün ist auf jeden Fall die 6. Dann müsste die gelbe ja eigentlich die 1 sein, ne? Ja, eigentlich schon. Okay, aber egal. Warum? Dann... Ja, gelb müsste 1 sein, theoretisch. Und grün war... Grün war 6. Ja, und nu? Scheint irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Weil wenn Gelb nicht die 1 ist, dann könnte es eigentlich bloß eine von denen hier unten sein. Aber das scheint auch nicht so ganz zu funktionieren. Okay. Hat das irgendwas mit dem Symbolen noch zu tun? Muss ja eigentlich, ne? Aber was genau? Das ist halt die Frage. Okay, ich gehe mal nochmal zurück in den Spinnenraum. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Es wird wahrscheinlich schon mit den Billardkugeln zu tun haben. Umsonst haben die keine Nummern gehabt. Vielleicht ja bei den Augen noch irgendwas? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder wir brauchen irgendein Item, aber kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich laufe nicht in die Schlangengrube. Das lassen wir. Okay, hab mir das Ganze wieder ein bisschen zu einfach vorgestellt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Gelb jetzt wirklich die Nummer 1 war, aber ich hätte es mir jetzt halt einfach mal gedacht. Die Lampe scheint rötlich. Ja, schön. Und da ist halt dieses Symbol. Ein Regal voller Weinflaschen, alles nur billiger Wein. Aber inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Das blicke ich halt nicht so ganz. Ist hier noch irgendwas? Aber eigentlich ist hier nichts weiter in dem Raum. Es müssten eigentlich bloß wirklich irgendwie Hinweise sein. Hier sind halt noch Dartpfeile. Ich weiß nicht, ob die irgendwas zu sagen haben. Ich glaube aber eher weniger. Vielleicht denke ich auch einfach nur wieder ein bisschen zu kompliziert. Das kann auch sein, aber keine Ahnung. Die Lampe scheint orange. Und hier hatten wir halt noch die Billardkugeln. Was ist halt die gelbe da oben? Von dem, was ich sehe, könnte es halt eine 3 sein oder eine 5. Aber die sind halt schon raus, die Zahlen. Oder eine 9 vielleicht. Ich könnte ja mal aufschreiben... Gelb... 9? Fragezeichen? Ich kann unten gerne nochmal nachschauen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das... Keine Ahnung, wir haben jetzt hier...
Mit den Dartpfeilen? Ne, mit den Dartpfeilen, ich glaube, das wäre ein bisschen zu kleinlich gedacht. Die sind wahrscheinlich einfach nur Deko, die haben, glaube ich, nichts wirklich viel zu sagen. Jetzt haben wir hier die grüne Lampe. Irgendwie schnall ich es nicht so wirklich. Vielleicht irgendwas mit dem Symbol? Weiß ich nicht. Aber ich konnte halt für jede Farbe bei dem Schloss auch bloß eine Ziffer eingeben, ne? Oder sind die Symbole da irgendwie vertauscht? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir die Symbole einfach mal abzeichnen, aber ob es jetzt so viel bringt, weiß ich auch nicht. So, die hat so zwei Striche. Dann gehe ich nochmal zu der anderen. Vielleicht denke ich gerade auch einfach viel zu kompliziert, aber egal. Ich probiere einfach ein bisschen rum. Wir haben noch ein bisschen Zeit für die Folge. Ich werde das, denke ich, mal hinkriegen. Irgendwie muss es ja gehen. So, grün hatte so ein Ding hier. Vielleicht sind auch einfach die Symbole vertauscht oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir haben halt vier Farben, ne? Wir haben hier vier Lampen, aber da waren bloß drei so eine Dinger. Rot haben wir so. Und dann hat man noch lila. Lila war... Wo war lila? Hier oben war die orangene, ne? Und wo war die lilane? Oder hatten wir gar keine... Hatten wir eine lilane... Hatten wir eine lilane Lampe? Wir haben hier grün, rot und orange. Aber hatten wir nicht eigentlich auch noch eine lilane irgendwo? Scheint nicht so. Ja gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Zahl für lila. Die 4 halt von der Billardkugel. Oder kann es sein, dass ich die zusammenrechnen muss und dann irgendwie... Also wir haben ja die Symbole. Und die haben ja jeweils eine Farbe. Und jede Farbe hat eine Ziffer. Vielleicht muss ich ja irgendwie was zusammenrechnen. Also das hier ist auf jeden Fall... von dem Roten, das Symbol. Das wäre die 3 und lila war die 4. Also wäre das eigentlich eine 7. Keine Ahnung, ob ich gerade richtig denke. Ich probiere gerade einfach nur ein bisschen rum. Orange hat das Symbol von Gelb. Ne, Gelb hat das Symbol von Orange. So rum. Und Orange war eine 5. Und dann haben wir Gelb. Gelb war die Nummer 9. Also wäre das eine 14. Aber 14 haben wir nicht. Okay. Oder wir wussten ja gar nicht, ob Gelb jetzt wirklich die 9 war. Das ist halt die Frage, ne? Gelb habe ich halt einfach nicht so richtig gesehen. Vielleicht war es auch eine 6. Das könnte natürlich auch sein. Ah, dann kommt es auch nicht hin. Das ist halt das Symbol von Orange. Orange ist die 5. Da müsste die Gelb ja irgendwie... Ich könnte hier auf jeden Fall alle einmal durchprobieren. Das wäre eine Möglichkeit. Was haben wir bei Grün? Grün ist das Symbol... ist auch von Grün, also 6. Ja, und dann nochmal 6. Das wäre 12. Nee, ich glaube, das ist auch nicht richtig.
Nee, okay, dann ist das mit dem Zusammenrechnen auf jeden Fall nicht richtig. Aber hätte ja sein können, es war auf jeden Fall ein Ansatz. Ich blick nicht so ganz das Rätsel von dem Zahlencode, bin ich ehrlich. Dann ist die hier wahrscheinlich auch falsch. Gelb wäre halt eigentlich 9. Aber warum ist da dann das Symbol von Orange? Das verstehe ich halt nicht. Oder soll das Orange sein? Aber warum hat Lila dann das, die Farbe von Rot, ne? Das ist halt irgendwie ganz komisch. Und Grün wäre halt 6. Orange wäre halt, wie gesagt, 5. Und Lila wäre eigentlich die 4. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Oder muss ich hier irgendwie noch was drücken zum Bestätigen? Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Echt keine Ahnung, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Ich habe gerade einfach nur die Zahl von Rot eingegeben. Das war die 3. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich es geblickt habe. Ich habe einfach nur die ganze Zeit die Zahlen durchprobiert. Erst probiert zu rechnen irgendwie. Also es war eigentlich lila, ne? Aber irgendwie dann doch die Zahl von... Also es war das Symbol von Rot, die Farbe lila. Ich habe jetzt einfach mal das... Keine Ahnung. Vielleicht sollte man einfach nur die Symbolfarben eingeben. Oder beziehungsweise die Ziffern für die Symbole. Ich habe keinen Schimmer. Was auch immer, es hat auf jeden Fall funktioniert. Da bin ich erstmal sehr froh drüber. So, was haben wir hier jetzt? Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen Sie die leere Flasche nicht mitzunehmen. Okay, wir bräuchten hier jetzt vielleicht Rebecca, die könnte uns gut helfen. Okay, ich kann hier... Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Sieht nicht so aus, ne? Der Raum ist auch grün, also was hat mir das jetzt gebracht, hier reinzukommen? Hier sind ein Haufen Viecher auf dem Boden, das war's aber auch schon. An der Wand steht geschrieben, 1 plus 3 gleich 4. 4 plus 6 gleich 10, 1 plus 6 gleich 7, 10 plus 7 gleich 17, 17 plus 3 gleich 20. Okay. Und nu? Was hat mir das jetzt gebracht, hier reinzukommen? Ich kann hier nicht so wirklich irgendetwas tun. Ich hatte gehofft, wir kriegen hier irgendwie einen Schlüssel oder so. Wir haben halt das Insektenspray. Das hilft uns aber jetzt auch nicht so wirklich. Da geradeaus kamen wir nicht durch irgendwo... eine Tür war von der anderen Seite verschlossen, oder? Hierfür hatten wir einfach keinen Schlüssel. Und hier war verschlossen. Von der anderen Seite, genau. Und da hinten war dieses scheiße Insektennest. Okay, dann weiß ich jetzt nicht so ganz, wie wir hier weiterkommen. Ich hätte halt einfach das Insektenspray da hinten verwendet, ne? Aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Die Räume hier sind auf jeden Fall... Also, der, wo wir eben drin waren, ist auf jeden Fall jetzt grün. Alte Urkunden auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Der Raum hier ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Irgendwas kann man hier noch machen. Ich blick bloß nicht so ganz was. Und ich weiß auch nicht, warum wir jetzt diese Tür da öffnen konnten. Denn da war jetzt auch nicht wirklich was Besonderes drin. Hier kann ich das jetzt auch nicht verwenden, oder was? Und hier steht jetzt einfach, es ist zu gefährlich zum Weitergehen. Muss ich irgendwie nochmal zu Rebecca zurück, oder? Könnte ich mir vorstellen. Die versteht auf jeden Fall was von Medizin. Oder liegt hier wirklich noch irgendwas drin? Ich weiß es nicht. Der Weg zurück zu Rebecca wäre auf jeden Fall sehr lang. Aber hier ist nichts anderes, ne? Hier sind nur die leeren Gläser. Und halt das Ding hier. Okay.
Okay, ich kann hier drin wirklich einfach nichts machen. Ich könnte jetzt probieren, nochmal zurück zu Rebecca zu gehen. Die Frage ist, lohnt es sich, das auf Aufnahme zu machen? Ich würde jetzt halt auf gut Glück zurückgehen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal speichern. Danach würde ich auf gut Glück versuchen, zurückzugehen. Und falls irgendwas zwischendrin passiert, würde ich nochmal neu laden und das auf Aufnahme nochmal neu machen. Weil den ganzen Weg jetzt, wenn es wirklich jetzt einfach nur zurückgeht und dann nichts weiter passiert, dann würde ich jetzt einfach mal offscreen zu Rebecca zurücklaufen, probieren, ob das funktioniert. Würde aber vorher mal speichern. Aber wir sind jetzt eh bei 15 Minuten 43. Ich würde sagen, ich probiere das gleich mal aus. Und wenn es geklappt hat, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Rebecca wieder. Und falls nicht, dann ja, sehen wir uns hier irgendwo wieder und ich werde probieren, ob wir irgendwie weiterkommen. Auf jeden Fall bin ich für heute erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.